Die Kinder, die gucken ganz neu und ganz frisch und die sind total ehrlich. Und das ist wirklich wunderschön, mit denen zu arbeiten. Wie hieß die Hauptperson? Tanas. Und wo ist der Tanas hingekommen? Niederlande. Genau. Und wo kam der her? Aus Afrika. Die Idee von Dog Education ist, dass die Schüler einen Dokumentarfilm sehen und dass sie ihn aber auch lesen lernen. Das heißt, dass sie sehen, wo gestaltet ein Dokumentarfilm und wo manipuliert er mich auch dabei. Wir beginnen die Dokumentarfilmschule damit, dass wir erstmal überhaupt erklären, was ist der Unterschied Dokumentarfilm-Spielfilm und was ist ein Dokumentarfilm-Festival. Ich glaube, Dokumentarfilm ist was Realistisches. Und Star Wars ist was Unrealistisches. Die Grundschüler, die sind einfach sehr interessiert. Denen macht es richtig Spaß. Die freuen sich dann auch mal, ein Mikrofon in der Hand zu halten. Und die beobachten sehr genau. Und es ist einfach immer wieder so überraschend, was die alles rausfinden. Die sind viel offener als die Erwachsenen. Also die schauen einen Film viel genauer an. Die haben viel mehr Lust mitzumachen, was über den Film zu sagen. Also wenn ich eine erste Klasse fragt, wie hat euch der Film gefallen und welche Szenen besonders, da melden sich alle und jeder hat irgendeine Idee, was er besonders gut fand. Wir haben Sehaufgaben für die Kinder, weil es ist total schwierig, einen Film anzuschauen und gleichzeitig auf Musik, auf Kamera, auf Ton, auf Schnitt, auf den Jungen zu achten. Deshalb haben wir das aufgeteilt in 8 Sehaufgaben und jeder hat eine eigene Sehaufgabe und damit kann er dann den Film gucken und das wird hinterher besprochen. Aber dann besprechen wir auch die Hintergründe. Wie wurde das gedreht? Warum bin ich da traurig? Was hat dieser Film gemacht, dass diese Stimmung entsteht? Wie hat die Musik mich geführt? Wie ist es im Schnitt? All diese Fragen besprechen wir auch. Was habt ihr heute gelernt? Dass viele Flüchtlinge